Moin Moin und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute möchte ich dir hier eine meiner neuen Errungenschaften vorstellen. Und zwar habe ich mir ein neues Objektiv gekauft. Das ist also nicht gesponsert, nicht von irgendjemandem geschickt oder irgendwie gratis in meinen Besitz gekommen, sondern ich habe das wirklich ganz regulär gekauft und zwar bei Amazon. Link zu dem Objektiv findest du auch in den Shownotes. Das Objektiv ist ein 50 mm Blende 1.1. Und warum ich das gekauft habe und vor allem, was es an der Olympus-Kamera kann. Dazu erzähle ich dir ein bisschen mehr direkt nach dem Intro. Ich bin mir ganz sicher, viele von euch da draußen, ja, die träumen von Blende 0,95, Blende 1,1, Blende 1,2, 1,4 oder irgendwas. Die Frage ist ja immer nur, brauche ich diese Blende wirklich und wenn ja, wofür und vor allem warum? Ich bin vor einiger Zeit über ein englischsprachiges Video auf YouTube gestolpert. Ich weiß leider nicht mehr, wo genau das ist, sonst würde ich es euch vielleicht sogar in den Kommentaren, in der Videobeschreibung ganz gern verlinken. Aber da hat jemand das Camlan 50 mm Blende 1,1 gekauft und vorgestellt, und zwar in einer APS-C-Kamera. Habe ich mich so ein bisschen informiert, habe ein bisschen recherchiert, habe geguckt, was kostet das Objektiv, wie kann man das in Deutschland bekommen und vor allem, gibt es das originär vielleicht sogar für Micro Four Thirds, also für Olympus und Panasonic, für das Kamerabajonett meiner Wahl. Und siehe da, ja, das gibt es. Es gibt das Camlan 50 mm Blende 1.1 direkt mit passendem Anschluss an Olympus. Und ich bin dann ganz überrascht gewesen, als es kam, wie klein es ist. Ist nämlich ein sehr schnuckliges, kleines Objektiv. Ich zeige euch das hier mal so im Vergleich zu meiner Handfläche. Also das ist hier wirklich klein, schnucklig und unauffällig. Und ja, das ist natürlich ein Objektiv, was auch für APS-C geht. Das heißt erstaunlich, wie man Blende 1.1 für APS-C auf diese Fläche bekommt. Aber wie auch immer, ein sehr schönes Objektiv. So ein äußerst lichtstarkes Objektiv kauft man natürlich aus bestimmten Gründen. Man kauft das entweder, weil man sehr wenig Licht zur Verfügung hat, das heißt, man fotografiert in sehr dunkler Umgebung und möchte jedes bisschen Licht über die Blende einfangen können, oder aber man kauft das, weil man einen schönen unscharfen Hintergrund haben möchte. Und das ist das, weswegen ich es gekauft habe. Also erstens hatte ich den Eindruck an den Beispielbildern, die ich im Netz gefunden habe, dass es so ein bisschen so einen analogen Look macht, so ein bisschen flary ist, auch so ein bisschen, naja, es ist natürlich nicht alles weggerechnet, was heute bei modernen Objekten weggerechnet wird. Soll heißen, natürlich hat man chromatische Aberrationen, natürlich hat man Flares, natürlich hat man leichte Farbverschiebung, natürlich hat man bei Blende 1.1 nicht die ganz, ganz knackige optimale Schärfe. Nichtsdestotrotz, dieser leicht analoge Look gefällt mir und offen gestanden an spiegellosen Kameras mit in meinem Fall Focus Peaking und Focus Lupe ist es ja auch kein Problem, scharf zu stellen. Im Gegenteil, es ist ein leichtes scharf zu stellen aus dem einfachen Grund, weil ich mir einfach die Lupe und das Peaking zuschalte und dann eben gucke, dass das Objektiv bzw. Das Peaking angezeigt wird. Ich drehe am Fokusring des Objektives und dann wird das normalerweise schon. Ich fotografiere schon sehr lange, das wissen viele hier, mit dem Laowa 7,5 mm, also mit diesem Ultraweitwinkel. Ja, das ist natürlich lange nicht so kritisch wie 50 mm, also 100 mm Bildwinkel an Micro Four Thirds. Dennoch ist auch das Laowa mit seiner Blende 5.2.0 natürlich dazu in der Lage, gerade im Nahbereich durchaus Unschärfe im Hintergrund zu erzeugen und auch da muss man sauber scharf stellen. Was ich ein bisschen unterschätzt habe, ist, dass man so ein Porträt vielleicht eher aus der Hand und bei Bewegung schießt und so eine Landschaft eher mit Stativ und die Landschaft ist statisch. Da sind wir auch schon beim Thema. Ich habe dieses Objektiv also mit nach Hongkong genommen. Im Prinzip dahin, wo es hergekommen ist, wenn man ganz ehrlich ist. Direkt aus Hongkong kam es ja wohl. Es war übrigens megamäßig verpackt in einer super stabilen Verpackung. Und ja, die Streulichtblende ist im Lieferumfang enthalten. Die geht ein bisschen schwer rauf und runter, aber dann sitzt sie sehr, sehr schön. Es hat einen stufenlos verstellbaren Blendenring, das heißt, ich kann die Blende hier nicht gerastet verstellen, sondern stufenlos. Das ist besonders beim Filmen toll, weil ich dann eben im Zweifel keinen variablen Graufilter brauche. Wenn ich das Ganze mit einem elektronischen Objektiv mache, was eine gerastete Blende hat, oder auch mit einem mechanischen Objektiv, was eine gerastete Blende hat, dann springt die Helligkeit immer so ein bisschen. Und bei so stufenloser Verstellung ist das gerade, wenn die Helligkeit sich verändert und ich da ein bisschen abblenden muss, um weniger Licht reinzulassen, einfach großartig. Ja, und habe es dann eben mit nach Hongkong genommen
zum Fotografieren. Und was soll ich sagen? Es ist ungewohnt, so viel kann ich auf alle Fälle schon mal sagen. Es ist doch schwieriger damit zu fotografieren, als ich gedacht hätte. Man muss klar sagen, ich habe jede Menge Ausschuss produziert. Nun war ich natürlich nicht zum Objektivtesten in Hongkong, das heißt, ich habe mir jetzt auch nicht wahnsinnig viel Zeit dafür genommen, aber ich habe unter anderem bei unserem Shooting, was wir mit der Maria in Hongkong gemacht haben, diverse Fotos damit gemacht und trotz Peaking und Lupe sitzt die Schärfe oft nicht genau da, wo sie sitzen soll. Das ist besonders der Fall bei Ganzkörper. Also je weiter man wegsteht, wenn man eigentlich denken würde, okay, dann wird es natürlich eigentlich leichter, weil wenn ich weiter wegstehe, ist automatisch der Schärfentiefebereich größer. Aber umso schlechter ist meine persönliche Ausbeute gewesen, weil man trotz Lupe und Peaking schlechter sehen kann, wo genau scharf ist. Also ein Trick ist beispielsweise, muss ich ganz klar sagen, so aus meiner Erfahrung, das Fokusfeld auf den Untergrund zu stellen. Also das, die Vergrößerung und das Peaking auf den Boden zu richten. Denn der Boden ist in aller Regel ziemlich genauso weit weg wie das Modell. Und das sorgt dafür, dass ich da deutlich besser sehen kann, wie die Schärfe über den Boden wandert beim Peaking, als bei als auf dem, ich sage auf dem Körper des Modells. Das ist mir wirklich schwer gefallen, das zu sehen. Und ja, ich habe eine leichte Sehschwäche, gerade im Nahbereich, wie manche wissen, aber ich habe einen Dioptrienausgleich an meiner Kamera, da sollte es eigentlich problemlos laufen. Ist es nicht, viel Ausschuss dabei. Manchmal habe ich tatsächlich mit dem Objektiv, gerade im Porträtbereich, durchaus ein scharfes Bild hinbekommen. Da sitzt die Schärfe nicht immer ganz genau da, wo ich es haben möchte. Manchmal nicht auf dem vorderen Auge, sondern auf dem hinteren. Also auch das war ein bisschen schwierig. Ich habe es dann nochmal im Studio benutzt. Im Studio war es wesentlich einfacher mit der Sandra. Das ging wesentlich besser, aus dem ganz einfachen Grund, weil Sandra war erstens stand deutlich stiller als Maria, die doch sehr aktiv beim Shooting war. Und gleichzeitig hatte ich ein bisschen kontrolliertere Bedingungen und es waren keine Teilnehmer da, denen ich quasi auch noch geholfen habe irgendwie und bei denen ich dann nicht im Weg stehen wollte oder so etwas, sondern es war halt hier mein eigenes Shooting und dann ging das doch deutlich, deutlich besser. Was ich auf alle Fälle sagen kann, ist, dass das Objektiv ein unfassbar schönes Bokeh macht. Es gibt im Hintergrund sehr, sehr weiches Licht, sehr, sehr weiche Strukturen. Es ist sehr schön rundweich gezeichnet, sehr smooth und sehr, sehr nett. Was ich auch sagen kann, ist, es macht massive chromatische Aberrationen. Die sind also überhaupt nicht auskorrigiert und die, muss man ganz klar sagen, sind so massiv, dass sie in Lightroom fast ein bisschen schwierig wegzumachen sind. Es gibt mächtige Flares. Heftige Flares, es macht wirklich verrückte Flares. Gleichzeitig aber ist es vielleicht auch so ein bisschen der Look, den ich mir auch ein bisschen erhofft habe von dem Objektiv. Das kann man auch ganz, ganz klar sagen. Es ist nicht so scharf wie das 45mm 1.2 und wahrscheinlich auch nicht so scharf wie das 45mm 1.8 von Olympus. Aber es ist erstaunlich scharf dafür, dass es 110€ gekostet hat. Als ich es bei Amazon bestellt habe, kostete es mich 110€ und die 110€ sind toll angelegt, weil es eben zum Film wahnsinnig cool ist und weil es auch ehrlicherweise zum Fotografieren ganz okay ist, wenn man sich ein bisschen reingefuchst hat. Jetzt gucken wir mal auf ein paar Fotos, die ich mit dem Objektiv gemacht habe. Ein paar hast du ja schon gesehen und ich beschreibe dir ein bisschen textmäßig und auch aus dem Off dazu, was du siehst und was meine Rückschlüsse daraus sind. Und dann sage ich dir nochmal am Ende des Videos, ob ich dir empfehlen würde, das Camlan 50mm 1.1 zu kaufen oder lieber nicht. I want to be daring, baby, dance the night away. I let my head down if I want. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time. Doesn't sound like fun. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better. So much better. If I want, let yourself be free and maybe you will find that there is more to life than being pretty. Honey, let's just face it. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better. So much better.
selber gesehen, du kannst also jetzt am Ende, musst du auch selber entscheiden, ob du das kaufen möchtest oder nicht, kann ich es dir empfehlen, das Kanban zu kaufen. Ich kann es dir in keinem Fall empfehlen, wenn du gar keine Erfahrung hast im Bereich manuelle Objektive. Wenn du also das erste Mal dir ein manuelles Objektiv kaufst, dann ist vielleicht Blende 1.1 und 50 mm nicht das, was dich glücklich macht, weil du wirst sehr, sehr viel Ausschuss produzieren. Insbesondere, wenn du das aus der Hand fotografieren möchtest, also nicht vom Stativ und vielleicht sich das Motiv auch noch bewegt, was bei Porträts oft der Fall ist. Wenn du erste Erfahrung mit manuellen Objektiven hast, wenn du magst, beim Videofilm mal die Blende zu verstellen, stufenlos, wenn du auf einen leicht analogen Look stehst, wenn du im Porträtbereich es ganz schön findest, wenn es nicht hundertprozentig und gestochen scharf ist, wenn du es magst, dass der Hintergrund sehr, sehr weich ist und dich CAs nicht stören, auch bei Gegenlicht, relativ starke CAs, dann kann ich dir das Objektiv uneingeschränkt empfehlen, denn es kostet 110 Euro. Und 110 Euro ist für Blende 1.1 und 50 mm. Ich meine, wer sich daran erinnert, das alte Canon 50 mm Blende 1.8, ja, das ist für Kleinbild gerechnet, aber das kostet immer ein Huni. Da war alles aus Plaste und Elaste. Hier ist alles aus solidem Metall, gut verarbeitet, wertig. Es fasst sich wirklich wahnsinnig gut an. Auch der Fokusring läuft schmatzensaugend. Dann kann ich dir das uneingeschränkt empfehlen. Und ja, jetzt würde ich mich megamäßig freuen, wenn du mir deine Erfahrung zum Kanban, sobald du es hast, hier unten in die Videokommentare posten würdest. Vielleicht bestellst du es dir, vielleicht hast du es auch schon und hast damit erste Erfahrungen gesammelt. Schreib es mir gerne in die Kommentare und schreib mir, was du von dem Objektiv hältst. Zudem würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du das Video bewerten würdest. Wenn es dir gefallen hat, gib mir einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal. Aktiviere gerne auch die Glocke, sodass du kein Video auf dem Kanal verpasst. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit, alles Gute, viel Spaß beim Fotografieren und dann immer schöner denken. Wir zwei, wir sehen uns wieder.